Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich heiße euch ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich mal wieder auf diesem Kanal. Ich habe einfach so total Bock gehabt, ein Video zu drehen. Ich meine, gut, in der Zeit haben wir auch Zeit. Und ja, ich habe mir einfach hier gemütlich gemacht. Ich habe einfach Bock, ein Mega-Video zu drehen. Nehmt euch was zum Naschen. Macht euch einen Tee. Und ich dachte, ich würde sagen, wir legen jetzt auch direkt los. Ich wollte einfach Bock auf einen coolen Sommerlook. Ja, ich wollte aber was Buntes machen. Und ich würde sagen, schnacken wir nicht lang. Los geht's. So, legen wir direkt los. Und zwar mit Foundation. Ich benutze gerade voll gern so einen Bufferpinsel. Foundation auftragen. So, als erstes trage ich aber Concealer auf. Ich mache das gerade gern andersrum. Also erst Concealer und dann Foundation. Schon noch so ein bisschen professorisch alles. Drück einfach ein bisschen Concealer auf. Pass? Ja? Wenn du dich wunderst, dass ich schätze, ich drehe ein Video. Ja, dann nehme ich meine Foundation. Ich nehme meine Lieblingsfoundation. Das ist die Bourjois Healthy Mix. Ich liebe die. Ich habe die schon auch nochmal nachbestellt, allerdings in einer anderen Verpackung, komischerweise. Ja, aber ich finde die einfach sowas von genial. Beste, wo ich jemals gehabt habe. Weiter gehen jetzt mit Augenbrauen. Da bin ich gerade so im Dusel irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich habe zwar hier diesen Stift, den von Love. Allerdings ist die Spitze sowas von breit und dick und ja, deswegen nehme ich jetzt Anastasia Beverly Hills. Ich habe übrigens die Farbe, was habe ich denn für eine Farbe? Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall finde ich das auch irgendwie auch voll eingetrocknet irgendwie. Ich finde das irgendwie komisch, ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie komisch. Naja, wir verwenden es einfach mal. Sonst habe ich leider nichts mehr. Deswegen nehmen wir das einfach mal. Da muss man immer so fest da rein, weil da das überhaupt was aufs Pinsel kommt. Unbedingt ein neues Augenbrauenprodukt kaufen. Ich hatte zwar die Auswahl von Benefit, aber die sind mir ziemlich schnell leer gegangen und dann habe ich die auch nicht mehr nachgekauft, deswegen bin ich da, nee, aber ich glaube, ich kaufe einfach den Augenbrauenstift von Manhattan nochmal, den habe ich eigentlich irgendwie immer gehabt, oder von Essence, der war auch gut, habe dann immer, ja, wie gesagt, was anderes ausprobiert, deswegen habe ich die anderen nicht mehr gekauft, deswegen glaube ich, kaufe ich die einfach wieder. Genau, kann man nichts falsch machen. Dann einmal Lidschattenbase. Und zwar die Essence Color Intensifying. Das ist die beste, wo es gibt. Obwohl die auch wieder die Farbe geändert haben. Die war, am Anfang war die so beige. Und jetzt ist die so, keine Ahnung. Ich dachte, man rennt mit dem Finger auf. Wir schminken heute mit dieser Palette was. Da habe ich schon so lange nichts mehr geschminkt mit. Und zwar mit der Anastasia Beverly Hills Riviera Palette. Absolute Liebling. Eine von meinen absoluten Lieblingspaletten. Ich finde sie einfach. Zeige ich das euch? So. Ich finde sie einfach mega. Ich liebe sie. Ich liebe die Farben. Ja, ich finde sie einfach so mega schön. Ich möchte mit gerade diesen euch jetzt hier unten mit den schimmernden Farben was schminken. Also ich habe immer viel mit den matten Tönen. Ich liebe Monte Carlo. Das ist diese Farbe hier. Ich liebe die alle. Und ich habe aber selten mit gerade diesen Schimmertönen was geschminkt. Und jetzt dachte ich, ich mache einfach da mal was draus. Ich habe keine Ahnung, was es wird. Also yay. Ich habe nicht irgendwie was mir vorher überlegt oder so. Deswegen lassen wir uns überraschen. Und ich würde sagen, los geht's. Und zwar setze ich erstmal meine Eyeshadow Base mit der weißen Farbe, das ist die Farbe Sales.
Und ich liebe diese Pinsel, wo da drin sind. Das sind immer diese doppelten, finde ich mega. So, da ich im Handy film, kann ich euch leider nicht näher herholen. Ist aber nicht schlimm, ihr seht es trotzdem. Erstmal Keks. So, wir fangen jetzt doch noch kurz mit einer anderen Palette an. Und zwar nehme ich ein mattes Blau zuerst. Damit einfach dann die Glitterfarbe so ein bisschen intensiver dann rüberkommt. Nehme ich auch wieder hier mein Blending Pencil. Auch irgendein mattes Blau. Und gebe das hier immer in die Lidfalte rein. Nicht mehr so pigmentiert wie die Mauer. Na, gerade wenn man so Zeit hat, irgendwas zu schminken, dann kann man auch mal so ein bisschen experimentierfreudig sein. Mit der Riviera Palette. Meine Mom kommt gerade heim. Und zwar habe ich, ich nehme die Farbe Mediterranean. So ein, blau, grau, keine Ahnung. Ich kann die Farben so schlecht beschreiben. Ich probiere es mal mit einem Blenderpinsel. Ansonsten gehe ich einfach mit einem flachen Pinsel rein und verblende das dann, wenn die Farbe nicht so gut rauskommt. Ja, ich gehe mit einem flachen Pinsel rein. Obwohl, es ist nicht schlecht, aber mein liebsten Pinsel, den von Art Deco, so ein richtig schöner flacher, da geht es richtig gut. Ist schon besser. Und die Farbe Blau ist einfach für mich Sommer pur. Bis zur Hälfte. Nehme aber meinen Blender ohne Farbe und verblende das einfach so ein bisschen. So, dann verwende ich die Farbe Seychelles. Sprich mir das so aus. Dieses geile Türkis. Und zwar ebenfalls mit diesem Pinsel. Und setzt das Ganze ein bisschen über das Blau. Also etwas über das Blau hier am Anfang. Hier außen lasse ich das Blau. Und tue das aber hier so ein bisschen rein. Ich weiß nicht mehr. So. Mama, wegen meine Kamera. Hi, Lena. Ich ein Video. Ah, schön. Ja. Ich bin wieder da. Ja, hat's klappt? Jawohl, alles gut. So. Und ich finde das einfach schon so Sommer. Ich weiß nicht, also. Oh, ich liebe das. Ich liebe das einfach. Bevor wir mit dem Inner Corner weitermachen, möchte ich doch, dass es so ein bisschen intensiv dunkleres Blau wird. Dann verwende ich, muss gerade mal gucken, wo das dunklere. Ja, nehme ich aus der Hatice Schmidt in Kooperation mit Love die Farbe Mavi, dieses dunkelblau. Nehme ich jetzt auch meinen flacheren Pinsel und setze das Ganze hier noch so ein bisschen drauf, damit es einfach so ein bisschen dunkler wird. Ein bisschen Fallout habe ich, aber das ist nicht so schlimm. So. Dann geht es weiter im Inner Corner und zwar möchte ich da die Farbe Inheritance, dieses Gelb, Gold, was auch immer, keine Ahnung. Ich probiere es jetzt auch mal mit dem flachen Pinsel ein bisschen sauber machen hier. Mal gucken, wie das funzt. Schon ziemlich bröselig. Ich hoffe, ich kriege nichts ins Auge. Yes, genau das wollte ich. Yay! So, jetzt machen wir noch ein bisschen on the top, würde ich sagen. Und zwar mit dem Lidschatten hier. 83 Days von Trended Up. Und zwar sind das so... Wie heißt denn das? Eyefoils, also das ist richtig intensiv, wenn man das drauf macht. Und da benutze ich jetzt einfach mal ein klein bisschen.
Körper so ein bisschen. Yeah. Und dann verwende ich noch die Farbe Seaside, das ist die hier. Das ist so ein bisschen grau, blau. Und das gebe ich mir jetzt noch so ein bisschen da drüber einfach. So, da ist mir jetzt die Seaside so ein bisschen verloren gegangen. Jetzt gehe ich mal mit dem Finger, nicht Seaside, Seychelles, ein bisschen im Finger. Schon besser. Aber auf der anderen Seite so ein bisschen mehr. Nimm auch noch einen Blender und verblende es noch so ein bisschen. Ich liebe es einfach. Ich finde es geil. So, dann, wie geht's weiter? Unter den Augen geht's weiter. Und zwar verwende ich da, kann man überlegen, einen weißen Kajal. Schon, den habe ich übrigens heute wieder gefunden, seit Ewigkeiten. Und gebe den. Malt er noch? Ja, er malt noch. Aha, unten auch die Wasserlinie. Gehe ich aber kurz mit dem Pinsel und mache mir Fallout weg. Also ich finde das eigentlich nicht schlimm. Gut, ich hätte jetzt natürlich auch mit den Augen anfangen können. Klar, aber das ist nicht ganz gut. Halt, bevor wir weitermachen, brauche ich nochmal die Palette. Und zwar gehe ich noch in Sails, das Weiße. Und verbinde da einfach nochmal hier das unterm Augenbrauen so ein bisschen. Das ist einfach schön. So. Dann machen wir unter den Augen weiter, wie schon gesagt. Und zwar nehme ich da wieder diesen Pinsel und wir gehen in die Farbe Coastline. Das ist diese hier. Das ist so ein schönes, ja, Aprikobraun. Ein bisschen zum Vertiefen nehme ich die Farbe Palm. Das ist das Dunkelbraun. Und zwar nehme ich hier meine Manhattan Volcano Explosive Volume Mascara. Und oh, heute Morgen aufgeräumt, das sieht wieder aus wie sonst irgendwas. Ich finde sie mega cool aus. Und ja, ich würde auch so rausgehen. wenn wir könnten. Weiter geht's mit Puder. Und zwar dachte ich mir, wenn wir schon so sommermäßig sind, nehme ich auch hier das Catrice Make-up Freezing Powder. Das war mal eine LA. Und ich finde das Powder richtig gut. Also es ist translucent. Und ich mag das echt gern. Allerdings darf man nicht zu viel nehmen, weil dann sieht man echt ganz komisch aus nach einer Zeit. Genau, aber sonst ist es richtig cool. Pudere ich immer ganz normal ab. So, dann benutze ich hier meine NYX Highlight in Contour Palette. Und da nehme ich einmal hier dieses Banana Powder. Und gebe das unter die Augen, dass mein Concealer da schön settet. Ne, wir bleiben gleich bei der Palette. Endlich über so ein bisschen einen etwas dicker, fester gebundenen Pinsel und nehme hier diese Farbe, so leicht aschig braun. Fischmund. Und konturiere einfach. So, dann verwende ich meinen Hoola Bronzer. Bester Bronzer, den ich jemals probiert habe. Also alles sind gut, ne? Aber der ist echt genial. Dann nehme ich Blush und zwar den Catrice Defining Blush in der Farbe Love and Peach. Der ist schon super alt, aber zu dem Look genial. Dann kommen wir auch schon zum Highlighter. Da bin ich jetzt gerade am Überlegen.
auf jeden Fall was Bronzefarbenes, was Bräunliches. Ich glaube. Wow, hit the pan! Das ist der Bäcker-Highlighter in der Farbe Opal. Den nehmen wir einfach. Der ist gut. Habe ich gar nicht gemerkt, dass das Hit the Pan ist. Oh. Sieht man's? Ja. So, dann nehme ich mir hier so einen kleinen Pinsel und gebe mir das auch in Innenwinkel. Ich finde, es schreit nach Sommer. Lippen. Bin ich jetzt gerade am Überlegen, was wir. Ich habe nämlich heute auch schon ausgemischtet. Und zwar von Manhattan Sweet and Tasty Lipgloss Wassermelone. Ich finde das gar nicht mal so übel. Ansonsten, was hab ich denn noch? Ansonsten was Nudiges würde natürlich auch sehr gut aussehen, ne? Aber ich nehme jetzt einfach mal den Lipgloss. Das ist einfach so ein bisschen glossy ist. So, das ist der fertige Make-up-Look. Ich zeige euch gleich nochmal in der Aufnahme. Ich hoffe, dieses Video und dieser Look hat euch gefallen. Einfach mal spontan entstehen. Ich glaube, spontan entstehen immer die besten Sachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt gesund, stay tuned. Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns doch bald wieder. Danke fürs Zusehen. Ciao.